Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat. Ihr wisst es ja sicherlich, die neuen iPhone 15er Modelle haben jetzt alle Typ C unten als Ladeanschluss und das ist nicht nur ein anderes Stöpselchen jetzt hier, als das bei Lightning war. Nein, das bietet uns auch ganz neue Funktionalitäten, wie zum Beispiel das Laden anderer Geräte mit unserem iPhone. Jo, sehr praktisch für mich besonders hier, dass ich die Apple Watch jetzt auch mal unterwegs laden kann mit dem iPhone. Dafür brauche ich natürlich ein passendes Ladegerätchen. Ich habe mir das hier mal besorgt. Kostet nur ein paar Euro. Echt günstig. Ich verlinke es euch hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Ist ein Ladepuck mit einmal USB-A-Anschluss und einmal USB-C-Anschluss. Und mit USB-C kann ich das Ding natürlich jetzt hier ganz einfach einstöpseln in mein iPhone und wäre schon bereit, hier die Apple Watch zu laden. Jupp, einfach nehmen, drauflegen und los geht's. Und sie lädt, wie man sieht. Ne? Super Sache, gerade wenn es unterwegs mal knapp wird oder man ist irgendwo, wo es sonst keine Stromversorgung gibt, ihr habt keine Powerbank dabei, dann kann man so jetzt hier seine Apple Watch laden. Also noch viel einfacher, na gut, es wird noch einfacher gehen, Reverse Wireless Charging, also Apple, das bitte noch implementieren, aber bis dahin kann man sich so behelfen, finde ich eine sehr schöne Lösung und es funktioniert 1A. Probiert es einfach mal aus. Natürlich geht das auch damit, dass ihr eure AirPods laden könnt oder alles andere sonst, was man hier per USB einstöpseln kann. Für die AirPods braucht man dann USB-C auf Lightning-Kabel. Habe ich auch irgendwo hier rumfliegen. Auch dafür praktisch, dass man eben die kleinen Accessoires, die man so rumschleppt von Apple, auch unterwegs mal aufladen kann mit dem ja doch relativ großen Akku hier vom iPhone, in meinem Fall 15 Pro Max. Also, coole Funktion, wollte ich euch kurz mal demonstrieren. Link zum Ladesteckerchen hier findet ihr unter der Videobeschreibung. Und das wäre es gewesen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.